Herzlich willkommen zur nächsten Hearthstone-Episode hier auf WePlay Games for You. Ich bin Suivo. Und es steht aktuell 1:1. Sieht also, naja, nicht ganz so gut aus. Zumindest nicht ganz so gut wie die letzten Male. Auch wenn das Deck eigentlich ganz gut ist, meiner Ansicht nach. Wir werden sehen, was als nächstes kommt. Ein Hexenmeister. Guldan! Eure Seele wird mir gehören! Sieg oder Tod. Schade, dass wir die Münze nicht haben. Die beiden hätte ich gern später lieber. Ich hätte ganz gerne Kriegsachs irgendwie. Erntegolem ist ganz gut. Kriegsgolem ist natürlich nicht gut. Können nichts machen, können wir also abgeben. Den würde ich auch lieber später ziehen. Genau wie den Golem. Super. Der Borgen-Alpha-Schnetzler auf dem Feld. Egal, letztendlich ist es ein 1:1-Tausch. Gucken, ob er jetzt einen 3-Drop bringt. Mit der Münze. Bringt einen Jongleur, okay. Das wäre dumm. Schade. Hätte man nämlich den Borgentür, den... Gut, oh, das ist eine gute Karte. Das kann er nämlich nicht ohne weiteres Messer werfen. Der Knife Juggler, der Messer Jongleur. Muss eigentlich tauschen. Eure Magie wird euch nicht. Oh, oder er bringt ihn zum Schweigen. Das geht natürlich auch. Aber lieber ihn zum Schweigen als ihn. Okay. Wen soll ich töten? Als die Karte, die wir wirklich spielen können. Deswegen spielen wir die auch. Münze ist Gott sei Dank jetzt raus. Yeti, nicht so geil. Oh Mann. Bringt nichts mit dem Ogre jetzt, mit dem Golem jetzt einen von beiden anzugreifen. Leider. Für den Kreuzzug. Aua je. Das wird ganz toll hier, ich sehe das schon. Okay. Sieht halt super bitter aus irgendwie. Das ist sogar eine gute Karte. So, vielleicht kriegen wir jetzt so ein bisschen die Kontrolle. Wir haben ja gute Endgame-Karten auf der Hand. Es wird aber trotzdem super eng. So viel steht fest. Könnte unsere schnellste Arena-Runde seit langem werden. Also seit wirklich sehr lange. Oh, das war dumm. Das war super dumm. Super dumm. Sieg oder Tod. Ich habe die besten Angebote weit und breit. Das war's. Okay, dann zeig mal, was du kannst. Du musst jetzt auf jeden Fall den Panther eingestraden. Und dann haben wir unseren Goblin Gatgezahn immer noch auf dem Feld. Gut. Das ist schon mal gut. Da haben wir jetzt vielleicht die Aggro-Phase ein bisschen gestoppt. Oh, er futtert ihn. Interessant. Murloc. Okay. Gucken, was wir jetzt kriegen. Hängt jetzt so ein bisschen von unseren nächsten Karten ab, die wir ziehen. Schildblock. Könnten ihn spielen und ihn spielen. Ich denke, das ist das Beste. Greift an! Versucht es ehrlich! Meiner Meinung nach sollte der mittlerweile, dadurch, dass er so geändert wurde, auch Charge haben. Und sich selber quasi Charge geben.
Den kaputt machen. Den kaputt machen. Den kaputt machen. So, jetzt haben wir die Feldkontrolle. Er hat nur noch 4 Karten auf der Hand. Das ist ganz gut. Wir haben im Prinzip 3 und haben aber 2 auf dem Feld. Mal schauen. Ich denke, das ist ganz okay an sich. Weltliche Ängste. Irgendwas noch so kommt. Ach du Fuck. Der ist gar nicht gut für uns. Will lieber eine Karte ziehen. Morgen ist gut. Für den kriegsumnen Clan. Waffe behalten wir natürlich, falls falls die Schmiedin halt getroffen wird, dass sie enraged und wir dann dadurch ein bisschen mehr ausrichten können. Mal schauen. Nächste, wenn der hier überlebt, wäre super gut. Gut. Er wird wahrscheinlich aber mit dem Mokushan den töten, schätze ich mal. Oh, der macht. Ne, er macht ihn kaputt mit dem Mokushan, oder? Alles andere wäre ja dumm. Das war ja total stumpfsinnig. Okay. Also dem verstehe ich jetzt noch nicht. Machen den auf jeden Fall kaputt. Frage ist, können wir uns. Wir müssen ihn angreifen, weil wir nichts gegen die 6 Schaden unternehmen können. Sind aber natürlich dann auch auf 7, ne, 8 HP runter. Geht hinter mir in Deckung. Nicht so doll. Gucken, was er jetzt töten will. Oder töten wird. Hey, er hat halt den Kartenvorteil durch seine scheiß Heldenfähigkeit. Über das ganze Game hinaus jetzt. Ja. Super. Das ist halt ein bisschen Kacke. Weltliche Ängste noch, hör? Bitte nicht. Seelenfeuer. Okay, das ist aber gut. Da ist sein Kartenvorteil ein bisschen wieder runter. Okay. Okay. Eieiei. Oh, fuck. Das machen wir auf jeden Fall. Wir haben keine Wahl, müssen den töten. Dann können wir im Prinzip alles ausspielen, weil hinter Berg halten bringt leider gar nichts mehr. Ja, gucken wir mal. Wenn er mich töten kann, kann er mich töten. Seelenfeuer und wir sind weg. Charger und wir sind so gut wie weg. Der lässt uns noch eine Runde überleben. Der auch. Wenn wir Glück haben, schaffen wir es, die nächste Runde zu töten. Er muss auf jeden Fall den Worgen töten eigentlich. Und er muss eigentlich aber auch den Dings töten. Den, genau, den Kriegsgolem. Ich glaube, wir könnten es eventuell geschafft haben. Das wäre gut. Ja, er zieht noch eine Karte in der Hoffnung, dass er was kriegt. Macht Sinn. Ich glaube, wir haben es geschafft. Oder? 5, 7, 10, 12. Oh Mann. Wen soll ich töten? Schilde hoch. Gucken, ob uns das rettet. Wir werden sehen. Enge Kiste. Das ist schon mal nicht schlimm. Der Wolf reicht, um ihn zu töten. Auch nicht weiter schlimm.
Okay. Jetzt kommt's drauf an. Was hat er denn auf der Hand? Gut gespielt. Hier, wir haben es geschafft. Sehr gut. Sehr, sehr knapp, aber wir haben es hingekriegt. Oh man. Knappe, knappe Kiste. Sehr geil. 2-1. Aber immerhin freue ich mich über die Arena-Runde mehr als über die anderen Geschichten. Die waren ja dann doch ein bisschen lächerlich. Wenn ich ehrlich bin. Zum Teil. Zumindest. Ja, nächste Runde bitte. Seltenheitsfarbskala ist auch ein tolles Wort, muss ich mal so nebenbei erwähnen. Ein Paladin, den letzten haben wir besiegt gehabt. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Warum kriegen wir nie die fucking Münze, ey? Ich glaub's ja nicht. Zwei Drop. Vor allem, ich habe noch keine einzige Kriegsachse in den gesamten drei Games gesehen, glaube ich. Wir kriegen immer nur diesen Arati-Deppen, aber nie die Kriegsachse. Nie. Zum Start schon mal gar nicht. Ich glaube, wir hatten so vielleicht ein einziges Mal. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall so gut wie noch nicht. Was ein bisschen bitter ist. Weil es halt einfach die wichtigste Karte von allen ist. Ich denke, wir spielen den. Das ist ein ganz guter Counter gegen den 2-1er. Brauchen den Spot jetzt nicht unbedingt. Denke ich. Ansonsten sind wir zu langsam. Den Argus haben wir ja auch noch. Macht nur einen kleinen Dude. Das ist gut für uns. Okay. Zack. Morgen. Für den Kreuzzug. Okay. Ärgerlich. Mein Schild für Argus. Ich hätte ihn natürlich angreifen können, das Schild poppen können und Enrage-mäßig dann nochmal angreifen. Dann hätte er ihn aber nächste Runde schon töten können, auf jeden Fall. So muss er eventuell seine Waffe oder irgendwas rausballern. Die hat er scheinbar nicht. Das ist gut. Ja, jetzt enraged er uns den Worgen. Das ist natürlich super gut. Ja, machen wir die 10 Schaden auf jeden Fall auch. Dann würde ich sagen, spielen wir den und den hier. Und machen den da kaputt. Und buffen uns quasi den nächsten in den Himmel. Und vor allem hat er sich eben 10 Schaden halt gegeben. Super bitter. Weihe bringt ihm auch nichts, weil er dadurch dann ihn so in den Himmel bufft und nicht töten kann. Am besten wäre halt wieder ein Echtsilber-Champion oder einen Hammer. Und ein Hammer auch nicht wirklich, weil er ihn nicht kaputt kriegt. Also eigentlich kann ihn echt nur ein Echtsilber-Champion momentan retten. Ja, du musst den Worgen auf jeden Fall töten, Dude. Ansonsten ist alles vorbei. Gut ist, wir haben noch 3 Karten, mit denen wir neue Karten ziehen können. So, sehr gut. Oh Mann, wie lucky. Müssen wir mal gucken, 7 und 4 sind 11. Das reicht noch nicht, aber ich denke, wir können den auf jeden Fall wegmachen und haben gar keine Gefahr mehr. Jetzt ist natürlich ein bisschen Weiher anfällig, aber was soll's. Dafür spielen wir den jetzt noch dazu. Wir haben schön viel Cardroids gerade auf der Hand. Oder auch generell jetzt momentan. Das ist ganz nett, muss ich sagen. Gucken, ob er die Weihe hat. Lasst mich nach. Er gibt auf. Okay, dann hat er sie wohl nicht gehabt. Alles klar. Kriegen wir denn schönes? Einen goldenen Schildblock. Sieht schon geil aus, muss ich sagen, mit den Pfeilen, die da runterregnen. Coole Karte. Ja, haben wir 2 Siege in der Episode wieder eingefahren. Gott sei Dank. Das wird kein 0-3 oder ähnliches. Oder 1-3.
Gott sei Dank, da haben wir nur das erste Match bisher verloren. Ja, würde sagen, machen wir an der Stelle wieder einen Cut. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.